Der Music Talk Praxis Talk wird präsentiert von Just Music. Alles für Musiker findet ihr in den großen Just Music Shops in Berlin, Hamburg und München. Und natürlich im Internet unter www.justmusic.de. Die Top Deals gibt es auch bei uns. Täglich aktualisiert auf der Music Talk Startseite. Herzlich willkommen zum Music Talk, dem Music und Sound Production Podcast aus Berlin. Herzlich willkommen zu Music Talk Stammtisch. Heute machen wir Praxistalk und da geht es um Stimme zu Hause aufnehmen. Und dafür habe ich mir eine kompetente Runde eingeladen und zum ersten Mal mit dabei Geschäftsführer, Produzent, Komponist Jochen Sachse. Hallo Jochen. Hallo Erik. Du bist Mr. Hofer, kann man das so fast sagen, ne? Ich bin einer, der hier arbeitet. Alles klar. Aber du arbeitest nicht nur da, du machst auch noch Musik, ne? Und komponierst und bist damit auch relativ erfolgreich. Erfolg ist so eine Sache, aber man hat damit angefangen mit Musik, das war die Wurzel von allem und ich habe da eine Zeit lang da unterbrochen, so 10 Jahre, aber jetzt seit fast 15 Jahren bin ich da wieder tüchtig dran und ich brauche das. Wie gesagt, das ist die Wurzel von allem, was man hier tut. Alles klar. Dann haben wir noch den Mikrofonierungsspezialisten hier in der Sendung und zwar den Andrew. Hallo Andrew. Moin Moin. Alles gut bei dir? Alles gut. Du hast reichlich Sonnenlicht, was dich flutet da oben, ne? Ja, es ist schön hell in meinem Studio. Ja, klasse. Gut. Und dann haben wir den Eierkopf. Den Thomas Wendt dabei. Hallo Thomas. Vorsicht. Ja. Du hast ganz dringend drum gebeten, hier in der Runde mitzumachen, denn du nimmst Stimme zu Hause auf, richtig? Das ist falsch. Ich habe nicht drum gebeten, mitzumachen. Ich habe nur gesagt, falls du noch jemanden möchtest, der was dazu sagen könnte, dann wäre ich dabei. Aber ich fühle mich jetzt nicht außergewöhnlich berufen, dazu was zu sagen. Aber ich habe, wie gesagt... Wieso? Ja, also das klingt ja jetzt so, als hätte ich mich da hier reingedrängelt oder so. Ich hatte nur gesagt, wenn... Das dann würdest du doch nie tun. Nee. Na, genau. Denn Aikansa Kutakin, wie der Finne sagt, ne? Genau. Alles zu seiner Zeit. Alles klar. Gut, alles zu seiner Zeit. Sehr schönes Stichwort für mich. Denn am Montag um 6 Uhr ist natürlich wieder Musetalk-Zeit hier. Für den einen oder anderen, der es noch nicht so richtig mitgekriegt hat, tatsächlich jeden Montag 6 Uhr gibt es bei uns immer ein neues Video. Und jeden Donnerstag um 12 Uhr, wenn es geht, machen wir einen Livestream mit unserem Stammtisch. Und am nächsten Montag habe ich eine ganz besonders schöne Sendung für euch und das ist das Music Talk Spezial oder Special mit Rico Loop und er ist einer der abgefahrensten sogenannten Looper und was das Looping ist, das erfahrt ihr dann hier am Montag. Hallo und herzlich willkommen zum Music Talk Spezial und heute bin ich für euch in Berlin Kreuzberg unterwegs und zwar in der Wrangelstraße im Café Muckefuck und hier treffe ich den Rico Loop. Und Rico ist einer der erfolgreichsten, berühmtesten und besten Looper. Und was Looping eigentlich ist, das erfahrt ihr gleich hier auf diesem Sender. Also dran. Ich taste und habe meinen ersten Loop gesetzt, ja? Okay. Ah, okay. Genau. Also ihr seht, ich habe jetzt meinen ersten Loop und der ist auch rund. Man merkt es gar nicht, dass der irgendwo eine Schnittstelle hat. Da wir ja gerade beim Ankündigen sind, jetzt muss ich erstmal das Video stoppen, wie geht das denn hier? Geschafft. So. Du kannst sie nicht so leicht stoppen, der Looper. Nee, der loopt immer weiter. Jochen, gratis Workshop Week bei euch. Möchtest du das mal kurz erklären, was das ist und wann das stattfindet bei euch? Ja, gerne. Wir machen dann der zweiten Augustwoche eine gratis Workshop Week, jetzt schon zum vierten Mal. Da haben wir viele Referenten hier, machen Workshops, auch über Recording, auch Vocal Recording. Drum Recording, mischen verschiedene Stilrichtungen und das ist hier in den Regieräumen im Haus und traditionell gut besucht. Wir haben einen tollen Koch, es gibt für alle auch Mittagessen, die da kommen und also in der Regel, wer einmal da war, kommt auch gerne wieder und wer noch nicht da war, sollte mal vorbeikommen. Und ich bin in Urlaub, wäre nämlich gerne vorbeigekommen. Ihr macht das ja immer in den schade. Sommerferien, ne? Mhm. Was steht hier? 6. bis 10. August, ne? Gratis Workshop Week. Genau, auf unserer... Im Sommer auf der Homepage von uns, das ist hofer-college.de, gibt es alle Informationen und da kann man sich auch für die Workshops dann eintragen. Gibt es eine Übersichtsliste und einfach raussuchen. Weißt du, was Reamping ist, Jochen? Ja, das weiß ich. Oh, dann wärst du ja wieder einer kompetenter Ansprechpartner für mich in 2 Wochen, wenn wir nämlich einen Praxistalk machen zu diesem Thema.
Machen wir gerne mit. Ich habe auch hier im Haus noch jemanden, der es noch öfter macht als ich, aber mache auch gerne selbst mit, klar. Ich verrate dir schon mal ein Geheimnis. Ich halte das für Schwachsinn, aber da reden wir dann in 2 Wochen drüber, okay? Okay. Alles klar. Gut, dann legen wir jetzt mal langsam los, würde ich sagen. Stimme zu Hause aufnehmen, das kann in schlechten Räumen ein echtes Problem sein. Aber ab und an muss man das machen. Da muss man einfach mal ein kleines Voice-Over aufzeichnen oder für eine Demo eine Stimme, irgendwas. Und dann, was macht man dann? Ne? Dann hat man vielleicht irgendein Mikrofon und legt los. Und ich hatte mir als erstes mal überlegt, sollten wir vielleicht mal drüber sprechen, wenn man in der Wohnung Stimme aufnehmen will, da gibt es ja mehrere Räume. Reden wir doch einfach erstmal darüber, welcher der Räume sich dem potenziell eher eignet. Die Toilette oder das Wohnzimmer? Andrew, was würdest du sagen? Ja, der Raum sollte schon trocken sein. Würde ich mal von ausgehen. Man will in der Regel ja mit dieser Stimme irgendwas machen. Man zeichnet sie mono mit einem Mikrofon auf und nachher will man vielleicht einen Hall drauflegen, das Ganze noch auf irgendwelche Tracks drauflegen. Und dann ist es besser, wenn möglichst wenig Rauminformationen damit beißen. Man hat natürlich immer welche, aber die lassen sich eben auch nicht im Nachhinein wieder eliminieren. Deswegen, trocken ist gut. Also das Klo würde ich mal gegenüber dem Wohnzimmer eher an die zweite Stelle setzen. Ist es dann tatsächlich so, Andrew, dass ich diesen guten alten bewährten Klatschtrick machen kann? Also in die Hände klatschen? Ja, das kann man natürlich machen. Also ist das für trocken der richtige Test oder nicht? Man merkt es ja schon, wenn man reinkommt in einen Raum, ob er trocken klingt oder nicht. Also das ist, du hast meistens in einem Wohnzimmer eher Flächen, die absorbieren oder diffundieren. Also ein Bücherregal beispielsweise, wo die Bücher jetzt irgendwie nicht, wo es nicht immer genau dasselbe Buch ist mit einem glatten Rücken. Das wird den Schall auf jeden Fall dann auf komplexe Art brechen. Und du hast auf jeden Fall in so einem Raum, wo viel drinsteht, zum Beispiel keine Flatter-Echos. Aber immer dann, wenn du parallele Wände hast, hast du natürlich potenziell Probleme mit irgendwelchen Raummoden. Und ja, gut, aber das sind ja fast alle Räume, haben parallel zueinander stehende Wände und die Decke ist auch gerade und so weiter. Aber das merkt man schon, wenn man reinkommt. Ich zoome dann wirklich den Raum aus, wo die meisten Bücherregale stehen, ne? Am besten. Also der je vollgepackter der Raum, desto größer sind auch meine Chancen, dass der dann trocken ist. Oder Jochen, habe ich da was komplett falsch verstanden? Also wenn du ein Kleiderzimmer zu Hause hast, das wäre sicher auch ein Versuch wert. Also wir haben das bei uns zum Beispiel, so einen Raum, das sind einfach so Regale vom Bauhaus oder Ikea, wie auch immer. Und da liegen die Klamotten drauf und die Jeans hängen an irgendwelchen Ständern offen im Zimmer. Und da habe ich mal Vocals aufgenommen, es hat hervorragend funktioniert. Okay. Der Thomas, du hast dir was gebaut, ne? Was Sparsames, Einfaches oder wie sieht das aus? Ja, was Sparsames, Einfaches ist im Prinzip eine etwas vergrößerte, also von den Ausmaßen her, eine etwas größere Duschkabine. Einfach aus Sperrholzplatten zusammen genagelt, nicht quadratisch, sondern langgezogen und die Tür schräg und mit Stoff und Glas innen verkleidet, damit zum einen der Schall ein bisschen gedämpft wird und zum anderen aber nicht tot gemacht wird, dass es boxy und mittig klingt. Ziel ist bei der Kiste einfach nur, dass die Nachbarn es nicht ertragen müssen, wenn ich ein bisschen emotionaler werde oder wer auch immer hier gerade drin aufgenommen wird. Und zum anderen, dass die Geräusche von draußen auch nicht reinkommen. Also wenn man spricht zum Beispiel, das ist ganz wichtig, dass der Müllwagen draußen halt nicht dann aufgezeichnet wird, gerade in dem Moment, wo man es dann einigermaßen gerade am Start hat. Und dann noch der nächste Punkt ist, dass es halt auch trocken klingt, ohne einen großen Raumanteil bei der Aufnahme zu haben. Denn gerade heutzutage, wo man die Stimme doch sehr gerne sehr komprimiert, jedenfalls so für die klassischen Pop- und Rockproduktionen, auch für Sprecher teilweise, ist es ja so, dass man, je mehr man komprimiert, den Raumanteil immer
stärker nach vorne holt. Und das ist was, was man halt nicht möchte. Deswegen relativ klein und reflexionslos ist eine ganz gute Geschichte. Wobei, wie gesagt, für Gesang, da gibt es auch diese Geschichten, wenn man das Buch von Bruce Springsteen gelesen hat, wie der halt Michael Jackson aufgenommen hat, der hat immer ganz viel Raum mitgenommen, weil die das halt auch gleich so eingebettet haben und auch teilweise die Tanzerei von dem Michael Jackson dann halt mit aufgenommen haben, die was auch noch was für den Groove getan hat. Aber das ist ja in der Home-Recording oder Heim-Recording-Situation unrealistisch, dass ich einen Raum habe, der so klingt, dass ich den auch gerne hören würde auf der Aufnahme, oder? Wollen wir mal den Jochen fragen? Der ist doch da, du bist gerade in so einem schönen Raum, ne? Mit euren Akustikmodulen natürlich optimiert. Würdest du das unterschreiben, dass man höchstwahrscheinlich in einem Privatraum oder in einer Privatwohnung erstmal nicht über einen Raum verfügt, der so schön klingt, dass man sagt, oh, diesen Sound möchte ich gerne auf der Aufnahme drauf haben. Das wird nicht stören, das wird sogar gut kommen. Durch unser College habe ich halt recht viel auch mit Leuten zu tun, die daheim hervorragend ausgestattete Räume haben, die es auch privat nutzen, aber die oftmals mehr haben als wir auch an Technik in diesen Räumen. Das ist gigantisch. Und bei diesen Leuten, wenn die Vocals aufnehmen, das dann in der Regie zu machen, macht absolut Sinn. Überhaupt, wenn man einen Regieraum hat, dann wäre das wahrscheinlich sogar noch besser als das Wohnzimmer. Das ganze Zeug steht eh schon da und diese Räume sind ja ein Stück weit optimiert oder neutral gemacht, dass man drin arbeiten kann. Mhm. Und wenn der Raum nicht allzu groß ist, geht das ja auch für ein recht schmales Budget. Das heißt genau, ich kann dann im Prinzip meine Regie als Aufnahmeraum zweckentfremden, das macht meistens Sinn. Definitiv. Und der Raum muss ja auch einigermaßen tot sein, nicht ganz tot, ne? Aber ist auch wahrscheinlich, wenn man eine richtige Regie ausgestattet hat mit entsprechenden kleineren, preiswerteren akustischen Maßnahmen, dann würde man den natürlich nehmen und nicht extra noch einen anderen Raum, würdest du sagen. Definitiv. Man muss schauen, dass der Rechner nicht zu laut ist und dass man halt irgendwie vielleicht auch nicht direkt in der Straße diesen Raum schon grundsätzlich konzipiert, aber ich nehme auch hier im Studio Vocals ganz oft hier bei mir in der Regie auf, weil ich den direkten Kontakt zu den Sängern lieber mag, als wenn eine Scheibe dazwischen ist. Okay. Habt ihr schon mal mit solchen Reflexionsfiltern gearbeitet? Genau, wäre nämlich die Frage aus dem Chat gewesen. Ganz große Frage, die wäre noch gekommen. Danke, Andrew. Ja, und habe ich auch Erfahrungen mitgemacht. Das Dumme ist, wenn der Raum groß ist, hilft dieser Reflection-Filter auch nichts. Weil besonders wenn die Stimme lauter ist und man nicht so ganz nah dran ist am Mikrofon. Ich habe da Sprache aufnehmen lassen von den Leuten, die dann halt gemischt werden wollten. Und das war nicht vernünftig zu handeln, weil da viel zu viel Raum drauf war. Besonders wenn man dann mal ein bisschen lauter wird. Also muss auf jeden Fall auch hinter dem Sprecher oder Sänger was sein, was dann wieder die Reflexionen abfängt, die von vorne kommen. Und da hilft das eine Ding nicht. Da würde eigentlich nur ein richtiger Helm Sinn machen. So wirklich. Ein Helm. Das habe ich mir schon mal gedacht. Also wenn man so einen großen Helm hätte mit dem Mikrofon vorne drin, würde man zwar schreien und sprechen, bis der Arzt kommt und hätte halt ein absolut direktes Signal. Du hattest doch letzte Woche schon wieder so gute Sprüche gehabt. Ich glaube, da musste man mitmachen, Tom. Der ist auch gut, der Helm. Der Recording-Helm. Ja, Recording-Helm mit. Hatten wir, ach, das war das Ikebama war es nicht. Feng Shui. Feng Gui. Ja, genau. Ja, genau. Ja, also wie gesagt, so viel zu den Filtern. Wobei, es gibt halt auch Situationen, wo die Sinn machen, wenn man halt wirklich ein bisschen verhindern will, dass der Schall aus der einen Richtung da, wenn man verhindern will, dass die Stimme noch woanders hingeht, weil das wird halt abgeschirmt. Ne? Also alles, was hinter dem Ding ist, also da, da wird halt der Schall von der Stimme abgeschirmt. Aber wenn ich jetzt laut rede, kommen die Reflexionen ja von hinten wieder rein und das hat nichts gebracht, ehrlich gesagt. Okay, haben wir das abgehakt, insoweit, dass man sagen kann, ja, kann was bringen, aber nicht, wenn der Raum so groß ist, dass im Prinzip viel zu viel wieder von hinten reinkommt. Ja, also wenn der Raum drumherum gedämpft ist, dann ist es auch wieder okay. Ne?
Na gut, jetzt sind wir ja schon bei den Maßnahmen, die man dann zusätzlich ergreifen kann. Also ich habe Folgendes früher gemacht. Ich hatte so Bürostellwände, ziemlich hoch. Die waren auch noch ein bisschen gekrümmt. Die habe ich um mich herum aufgebaut und zugemacht. Dann hatte ich hinten noch so einen kleinen Eingang und habe eine richtig fette einen richtig fetten Vorhang, so einen Samtvorhang, da einfach drüber gelegt und dann da drin aufgenommen. Bühnenmolton ist auch nicht schlecht. Ah ja, und das hat eigentlich sehr gut funktioniert. Jochen, fällt dir was ein, außer den Jungs gute Akustikmodule von euch zu verkaufen, was man so mal auf die Schnelle in der Wohnung hat, was man da jetzt eventuell hinstellen kann, um da was zu machen? Es ist die Frage, was für einen Sound man grundsätzlich auch haben will. Ich meine, das, was du gemacht hast, das macht die Stimme halt im Idealfall sehr trocken und das kann auch sehr gut funktionieren. Wenn man halt zu viel absorbiert, dann fehlt manchmal für mich die Verbindung zu den Sylibanden oben, zu den S und den Zischlauten. Und so ein paar Diffusoren, also ein bisschen Diffusion, sei es jetzt ein Bücherregal oder irgendwelche Holzteile, tun halt schon auch Not für einen wirklich offenen, guten Gesangssound. Also nur absorben wird es am Ende nicht richten. Ja, ne, das ist dann, aber zum Glück gelingt einem das ja wahrscheinlich selber in der eigenen Wohnung gar nicht so optimal mit dem Absorben, sodass man, also ich hatte immer noch reichlich genug Zeugs drumherum, an Luft sozusagen, sodass meine Aufnahmen eigentlich okay waren. Schöne Vocalaufnahmen, muss ich zugeben, habe ich selbst mit dem U87 AI in dieser Situation nicht hingekriegt. Das war immer nur so ein Notnagel, weil wir gesagt haben, hey, wir brauchen noch ein paar Stimmen, ein paar Sprüche. Und dann haben wir das Ding aufgebaut und das ging. Richtig toll geklungen hat's nicht, muss ich zugeben. Ich denke, wenn der Raum halt, wenn der Raum nicht funktioniert, dann würde ich eher mich doch mit so einem dynamischen Mikrofon arbeiten, kein Kondenser, um etwas weniger von den ganzen Rauminformationen einzufangen. Das kann dann schon auch noch gut funktionieren und recht intim klingen. Das wäre jetzt auch tatsächlich mein nächstes Thema gewesen, nämlich Auswahl des Mikrofons. Kann ich mit dem Mikrofon da irgendwie noch Sachen in den Griff kriegen? Du hast es gerade erwähnt, eben ein Mikrofon, was vielleicht gar nicht so viel Raum aufnimmt. Und was für eine Art von Mikrofone könnten das sein? Da frage ich natürlich unseren Mikrofonexperten, den Andrew. Also, was würdest du mir empfehlen? Was soll ich jetzt hier nehmen? Also, gerade wenn es um Aufnahmen aus nächster Nähe geht, da muss man ziemlich viel experimentieren, weil man einmal, also jedes Mikrofon in diesem Bereich ganz unterschiedlich reagiert und zum anderen hat man eine ganz bestimmte Vorstellung, wie man gerne klingen will. Ich bin natürlich ein großer Fan von Kondensatormikrofonen. Also jetzt hier habe ich so ein Brownie über mir drüber hängen. Das ist schon ganz schön. Wenn man gerade näher arbeitet, dann kann man natürlich dadurch, dass man eine Niere, das in Nierencharakteristik einstellt oder in Achtercharakteristik, kann man sehr viel mehr Resonanz rausholen durch den Proximity-Effekt, also den Nahbesprechungseffekt, der die tiefen Frequenzen betont. Das Ganze hat man natürlich nicht bei dynamischen Mikrofonen, die speziell jetzt für Stimme gedacht sind. Die sind dann schon so ein bisschen abgeflacht im tieffrequenten Bereich. Aber man muss es auf jeden Fall ausprobieren, weil gerade auf diese nahe Distanz und je nachdem, was man damit macht, ob man jetzt leise reinsingt oder flüstert oder jetzt irgendwie wirklich das Mikrofon beansprucht, dann ganz das Ding ganz anders reagiert. Aber man würde doch wahrscheinlich im Zweifel ein Mikrofon nehmen, was ein bisschen taub ist, ne? Was wirklich sehr, sehr nah nur aufnimmt, wie diese hier zum Beispiel. Ne? Die nehmen zum Glück relativ wenig von diesem gruseligen Raum mit auf. Und dann haben wir von Sennheiser noch ein Handmikrofon, das ist so gigantisch, da kannst du wirklich bei voller Lautstärke im Studio in der Regie stehen und da reinsprechen oder singen und du hörst von der Musik echt nichts. Gibt es da einen Geheimtipp? Gibt es da so ein Mikrofon oder Mikrofone, wo man sagt, ja, die kannst du nehmen, dann nimmst du relativ wenig Raum auf. Ich würde zum Beispiel einen SM58 oder 57 für sowas immer einsetzen können. Widerspruch von einem der drei Experten? Nee, also für Nahbesprechung ist es richtig, da ist so ein dynamisches ziemlich gut. Und was da gerne genommen wird, ich habe es selbst noch nicht ausprobiert, ist ja dieses Shure SM7B, ist es richtig? Da kennt sich Andrew im Zweifelsfalle besser mit aus. Das ist so ein ziemlich dickes
dynamisches Mikrofon mit so einem Korb davor, was in so diversen Metallica-Videos auch immer gerne gesehen wird oder bei den Hardrockern. Die sind dann im Regieraum, haben dieses dicke Teil dann in der Hand und brüllen da rein und kriegen halt auch das volle Brett über die Studio-Monitore, damit sie richtig in the zone sind quasi. Das sieht man sehr häufig und das scheint ein Tipp zu sein. Jochen, fällt dir ein Mikrofontyp ein, wo du sagen würdest, das ist ein gutes Mikrofon, das nimmt nicht zu viel Raum mit auf und ist trotzdem für Vocals immer noch ein schöner Sound? SM57 funktioniert wirklich, finde ich, sehr gut. Gary Moore haben damit die Sachen waren sehr erfolgreich in den Charts. Es hört am Ende ja kein Mensch, ob das jetzt in der Regie aufgenommen wurde, mit so einem Mikrofon oder draußen mit einem U27, U47 oder. Interessante Technik bei Gary Moore war wohl auch, dass er mit dem Auratone Speaker gearbeitet hat, der vor ihm stand, das Mikrofon dann hier und er hat gesungen und später Abend mal aufgenommen. Nur hat er nicht mehr gesungen und dann konnte man da die Phase drehen und dadurch war, obwohl er keinen Kopfhörer benutzt hat, gar keine Musik auf der Mikrofonaufnahme mehr dabei. Die wird einfach durch die Phase verkehrt des Abspielen wieder ausgefiltert. Mhm. Versteht ihr das, wie ich es meine in etwa? Ja, ja, klar. Ja. Also wenn man die Phase dreht, dann bewegen sich die Schallwellen ja genau andersrum. Genau umgekehrt und dann gibt das plus minus null. Nämlich. Und Stille. Manche Sänger wollen lieber ohne Kopfhörer und das sind einfach da ein bisschen freier und er kann sich auch frei bewegen damit und am Ende ist trotzdem absolut gar keine oder fast keine Musik dann mit auf der Stimmaufnahme drauf. Das ist aber wahrscheinlich für zu Hause auch nicht so richtig gut, ne? Weil wenn würde funktionieren, so auch zu Hause. Na, stimmt. Kommt auf die Nachbarn an. Thomas, jetzt wedel mal deine Mikrofone rein. Jetzt. Ja, noch eine Klärung. Du sagtest gerade SM57. Wäre dieses. Jo. Ja, genau. Du meinst aber höchstwahrscheinlich das SM58, das wäre dieses. Kann man auch nehmen, würde ich einen Kopf abschrauben. Bei dem hier hat man sehr viel Pop. Für Stimmen finde ich das relativ schwierig. Da muss man dann so einen Popperstopper davor packen. Kommt auch würde ich auf jeden Fall machen. Thema. Ich würde es auch ein bisschen aus dem Winkel rausnehmen und einen Popstopp davor. Aber also die U2 und Gary Moore hat hauptsächlich im 57 gearbeitet, soweit ich weiß. Hm. Aber 58 habe ich schon eingesetzt, fand ich auch sehr gut. Nur für die Leute draußen halt. Also bei dem 57er hat man halt keinen Plop-Schutz wie bei dem 58er, was man dann halt auch ziemlich close nehmen kann und was das halt einiges abkommt. Das ist doch kein Plop-Schutz, was du da an dem Mikrofon dran ist. Hier der Korb? Ja, der Korb ist ein Korb. Ein Pop-Schutz habe ich hier. Zeige ich gerade auf meinem Rechner. Das ist einer. Ja. Aber hier ist auch eine Schaumstoffschicht drin in dem Korb, wenn du das mal aufgeschraubt hast, was dafür sorgt, dass das Schlimmste schon mal ein bisschen gedämpft wird. Den Rest muss man dann halt mit der Gesangstechnik machen. Also bei den Ps ein bisschen weggehen und so. Also das ist aber es klingt besser, wenn du den Korb abschraubst und dann einen traditionellen, also so einen Popschutz nimmst, der dir eben gezeigt wurde. Ja, tatsächlich, genau. Dann muss ich das mal bei meinem machen. Ich habe den Korb noch dran. Also was man vielleicht auch noch sagen muss, Non Erik, du hast vorhin davon gesprochen, wenn jetzt so ein Mikrofon ziemlich nah am Mund ist, ne, dann hast du natürlich sehr viel von dem Stimmklang im Verhältnis zu den anderen, was jetzt durch Reflexionen reinkommt. Du hast insgesamt sehr viel mehr Abstand zwischen dem, was du haben willst und dem, was du nicht haben willst, also jetzt in Form von Reflexion. Und dann kannst du, wenn du wirklich nah dran bist, also als Lavalier, auch beispielsweise eine Kugel nehmen. Es gibt ja ganz, oder die allermeisten Lavaliers sind ja Kugeln. Es gibt eigentlich nur wenige, die als Nieren konstruiert sind. Das wäre im Prinzip allein durch die Nähe schon was du handhaben kannst. Wenn du eine Kugel verwendest ganz nah, hast du natürlich dann auch keinen Nahbesprechungseffekt. Das heißt also, du hast nicht eine Betonung von den tiefen Frequenzen. Das andere, was jetzt eben interessant ist, was du auch angesprochen hast, manche Mikrofone sind eben Nieren, manche sind Supernieren und je nachdem, wie weit das in Richtung einer 8 geht, ist das mehr und mehr richtend. Du hast aber auch in der Regel dann, also bei einer 8 natürlich, auch diesen Lobe nach hinten. Da kann man aber auch geschickt mitarbeiten. Also du könntest beispielsweise jetzt vor so einer Sammlung, also vor so einem Wäscheständer stehen und mit dem 8er Mikrofon singen, dann würdest du wirklich nur aufzeichnen, was von deinem Mund da reingeht und die Reflexion von hinten. Aber dadurch, dass du da jetzt diese ganze Wäsche hast, wird nicht so viel da reinkommen. Das heißt, du hast auch eine sehr, sehr saubere Loslösung vom Raum. Du kannst weiter weggehen von dir und trotzdem bist du
näher dran durch die Richtwirkung des Mikrofons. Okay, da sind wir dann aber schon ganz hurtig und schnell zu einem der letzten Themen gekommen, die ich im Zusammenhang mit Stimme zu Hause aufnehmen besprechen wollte, nämlich Gesangstechnik. Ne? Du sagst, wenn man nah rangeht, aber das ist ja alles gar nicht so trivial, weil man singt mal leiser, mal lauter, da muss ja derjenige, der die Stimme zu Hause nicht aufnimmt, sondern singt, in der Lage sein, einigermaßen Mikrofontechnik am Start zu haben, um diese Lautstärkeunterschiede auszugleichen. Oder verstehe ich da was ganz falsch? Auf jeden Fall. Es ist natürlich so, dass manche Leute, sieht man, die mit Mikrofonen also öfter mit Mikrofonen arbeiten, das dann drauf haben, dass in dem Moment, wo sie jetzt lauter singen, das Mikrofon ein klein bisschen weiter schieben. Aber dadurch bekommst du natürlich dann auch mehr Raumanteil, weil du weniger Stimme hast im Verhältnis zu den Reflexionen. Nee, ich singe ja lauter, dann ist ja das Verhältnis wieder gleich. Nein, das nicht. Also sagen wir mal, das Mikrofon ist 10 cm von deinem Mund entfernt und du bewegst es 20 cm weit weg, dann hast du nur noch den halben Schalldruck. Das macht natürlich schon was aus, ja, durch die Verdopplung der Entfernung. Und gerade wenn du wirklich nah dran bist, dann macht auch schon ein halber oder ein Zentimeter mehr oder weniger eine ganze Menge aus. Also das ist was, was man natürlich am besten dann prüfen sollte, entweder indem man mit Kopfhörern das sich anhört oder eben durch diesen Trick, was wir eben gehört haben, wenn man das nicht so gerne mag, dass auf den Ohren was drauf ist, dann mit dem Lautsprecher. Aber man braucht auf jeden Fall die sofortige Rückmeldung über das, was man gerade tut. Thomas, machst du das? Hast du so eine Art Mikrofontechnik, wo du das versuchst, ein bisschen auszugleichen? Wie gehst du damit um? Ist das für einen ungeübten Sänger ein Problem? Soll der sich damit befassen oder sagst du, nee, das machen wir nachher alles mit dem Computer und mit Technik und Software und Plugins. Brüll du da mal rein, wie du willst. Aha, das ist ein weites Feld. Die Gesangstechnik vor einem Mikrofon ist halt eine andere als jetzt in einem Raum. Die Anforderung ist eine ganz andere. Ich habe das mal besonders drastisch erlebt bei Musical-Sängern und Sängerinnen. Die sind so auf Strecke aus und so. Und auch so Opernleute. Die kann man eigentlich nur mit einem relativ großen Mikrofonabstand abnehmen und muss da halt, ja, das ist eine Herausforderung, das hinzukriegen. Heutzutage bei der Popmusik ist es ja so, dass eher, ich weiß nicht, ob sich das jetzt mitteilt, wenn man so nah dran ist und besonders mit. Sehr viel Atem und Nähe, dass man dann halt so singt, dass man mit sehr viel Luft singt, aber nicht mit besonders viel Druck singt. Dann ist das Frequenzverhalten, also die Peaks in der Stimme sind an einer ganz anderen Stelle als wenn man jetzt so total laut abdrückt, so zum Beispiel. Ne? Das ist ja auch eine klangliche Geschichte. Und das kann natürlich dazu führen, dass man sich für unterschiedliche Mikrofone entscheidet. Lange Rede, kurzer Sinn. Also ich mache es immer relativ, also ich brülle nicht so, ich singe mein Zeug immer relativ tief und einigermaßen entspannt. Diese Singer-Songwriter-Sachen und dann bin ich relativ nah am Mikro, weil dann möchte ich auch den Nahbesprechungseffekt haben. Und ich versuche mit wenig Druck, aber mit viel Atem zu singen und forme dann auch aufgrund dessen, was ich höre im Ohr, dann wie weit ich den Mund aufmache und so. Das ist live auch anders, habe ich festgestellt. Also ich singe im Studio anders als live. Okay. Und beim Sprechen ist es auch so. Der Philipp van Eecke, glaube ich, war das, der hat das mal gesagt, dass das Mikrofon im Prinzip so das Ohr ist des Zuhörers, dass man das Mikrofon so lieben soll als Sänger, als würde man in das Ohr des Zuhörers singen, sprechen oder schreien. Man würde halt, wenn man schreit, jemand anschreien will, auch nicht so direkt ins Ohr schreien, sondern ein bisschen weiter weggehen. Und das ist eine ganz gute Vorstellung, finde ich eigentlich, um das so ein bisschen hinzukriegen beim Studiosingen, weil da ist man ja von hier direkt ins Ohr des Zuhörers, heutzutage sogar ganz direkt, teilweise im Kopf, weil man ja viele Sachen heutzutage mit Kopfhörer hört. Das müsste man bedenken. Live ist es dann wieder eine andere Geschichte. Jochen, lerne ich das im College als Musikproduzent mit den Sängern daran zu arbeiten oder ist Vocal-Technik kein Thema mehr, mache ich alles mit Plugins später? Also wir haben da ein Kapitel drüber und
Bei mir war es auch so, dass ich extra ein ganzes Jahr lang Gesangsunterricht genommen habe, um diesen Sängern und Sängerinnen besser zu helfen im Studio. Ich bin selbst kein Sänger, aber mich hat einfach interessiert, wie funktioniert das, wie wird eine Stütze aufgebaut, und das hat auch schon oftmals einen Tag dann gerettet. Also das ist ein wichtiger Teil, ne? Dass der Sänger auch weiß, wie er da mit dieser Distanz umgehen muss und so. Nicht nur Distanz, auch letztendlich, wie er halt mit seiner Stimme manchmal umgeht, wenn man mit jungen Sängern oder Sängerinnen arbeitet, die verkrampft sind im Studio, dass man natürlich nicht verunsichert, sondern einfach dazu beiträgt, dass sie eine Entspannung finden, dass man die Situation ein Stück weit entstresst, und das geht ja auch über bestimmte Atemübungen im Studio oder was man da sonst noch alles machen kann. Ah, okay. Was natürlich ein Riesenvorteil davon ist, jetzt das Mikrofon fest zu platzieren und einen Popschutz davor zu haben, ist, dass du dann wirklich mit gleichbleibender Distanz singen kannst zum Mikrofon. Das pegelst du einmal so ein, dass es die lautesten Passagen vernünftig aufzeichnet, ohne zu übersteuern. Und dann singst du laut und leise immer mit der gleichen Distanz. Das hat natürlich den riesengroßen Vorteil, dass du keine Änderung hast durch diesen Nahbesprechungseffekt. Und dass das Verhältnis von Stimmklang, also von Direktschall zu Raumschall, immer gleich ist. Okay, dann haben wir ja also jetzt. Das ist schon nicht so schlecht, das so zu machen. Auf der anderen Seite will man vielleicht gerade manchmal ein bisschen mehr Körper drin haben. Und dann ist es natürlich super, die Nähe zu verändern. Denn dadurch, dass du das Mikrofon jetzt in richtender Charakteristik näher ziehst, kriegst du automatisch mehr Größe, mehr Tiefe. Okay, das heißt, das wäre ja im Prinzip ein Anti-Tipp von dir zu meinem, ne? Der erste Tipp zu sagen, einmal eine gute Entfernung finden und den Rest dann fix it in the mix it. Ja, es kommt. Es klingt dann aber anders, habe ich gesagt. Es klingt anders. Es klingt dann anders, okay. Alles gut. Also zwei verschiedene Paar Schuhe. Also wenn ich jemanden aufnehmen muss sozusagen und will einfach die, habe mit jemandem zu tun, der selber nicht so offen mit Mikrofonen arbeitet, dann ist das auf jeden Fall der richtige Weg, weil man dann schon mal alles mitkriegt, ohne jetzt zu übersteuern. Das ist schon mal ganz wichtig. Man hat jetzt irgendwie alle Takes sauber und man kann dann viel nachher im Mix machen. Wenn man mit jemandem zu tun hat, der eine genaue Vorstellung davon hat, wie er klingen will und wie man mit so einem Mikrofon umgehen muss, dann ist es natürlich klar, dann nimmt er das in die Hand. Und manche Sänger brauchen auch ein Mikrofon in der Hand, um damit arbeiten zu können. Ne? Das ist unterschiedlich. Jetzt sind wir eigentlich schon so weit, dass wir darüber sprechen können. Was gibt es denn nach der Aufnahme während der Aufnahme noch für andere Technikelemente? Da haben wir ja noch diese Frage De-Esser, Limiter, Kompressor, wie gehe ich damit um? Und dann habe ich hier gerade auf die Schnelle was gefunden. Das könnte man noch einsetzen. Hier gibt es einen Reverb Remover. Kann ich den Raumanteil nachher rausrechnen lassen? Gibt es da mehrere Plugins? Thomas? Ja, weiß ich nicht. Habe ich mal einiges... Das ist weg, das ist trocken. Brauche ich da gar nichts aufbauen. Alles super. Macht ja, alles das wieder der Computer, wie immer. Ja, das funktioniert ja nur nicht. Ich habe festgestellt, wenn es relativ komplexe Signale sind, dann mag das halt sogar noch funktionieren. Dann kann man damit umgehen. Aber wenn etwas ziemlich freigestellt ist, dann hört man sofort Artefakte. Also bei den Dingen aus diesem Genre, mit denen ich jetzt mal direkt Kontakt haben konnte. Ich will das jetzt nicht über den Kamm scheren, weil da habe ich keine Ahnung. Nur die Sachen, die ich da gehört habe, die funktionieren da nicht so wirklich. Und ich habe da schon alle möglichen Sachen angeboten gekriegt, wo einer zufällig das falsche Lavalier-Mikrofon zugeordnet hatte und immer die Sprecher gegenüber waren und so viel Raum auf der Stimme war bei einer Interview-Video-Situation. Und man meinte, da kann man doch bestimmt was machen. Irgendwie, du kriegst diesen Raum einfach nicht raus. Das geht einfach nicht, oder es klingt total verwurstet und du hast immer noch zu viel Raum drauf. Genauso wie bei teilweise diesen Rauschentfernungsgeschichten. Ab einem gewissen Punkt ist da einfach Schluss. Also wir würden sagen, das geht nicht. Ich finde ja, aber da haben vielleicht, wenn jemand von den anderen Kollegen da Erfahrungen mit hat, dann gerne, weil das, was ich bisher gehört habe, funktionierte nicht, aber vielleicht gibt es ja so ein Tool. Ich kenne es nur nicht. Nennt sich EQ. Kann ich denn da vielleicht diese Umkehrmöglichkeit nicht nehmen? Nee, das geht auch nicht. Ne? Den Raum kriege ich irgendwie nicht mit Phase rausgecancelt. Ne? Das wird wahrscheinlich nicht gehen. Also ich hatte jetzt gerade das Problem, ich habe eine Aufnahme gemacht von einem Konzert mit neuer Orgelmusik und zwischendrin gab es auch ganz spontan eine Ansprache vor der Uraufführung von dem letzten Stück.
Und ich hatte jetzt 3 Mikrofone da im Einsatz. Ich hatte nichts, was da einige, also was das vernünftig abbildet. Bloß ein Kugelmikrofon, etwa 6 Meter entfernt von dem Sprecher. Und man hört natürlich ganz viel Raum, man hört den Sprecher ganz schlecht. Was man da machen kann, ist, dass man einfach mit einem EQ dran geht. Man schneidet die Tiefen ab, es interessiert einen sowieso nur alles ab, vielleicht 120, 160 Hertz. Man hebt vielleicht die Frequenz an, auf der dieser Mensch spricht. Dadurch erreicht man ein bisschen bessere Textverständlichkeit und dann hat man noch eine kleine Höhenanhebung, weil durch diese Entfernung auch viele Höhen verloren gehen. Und dann kann man noch ein bisschen mehr Verständlichkeit rausschälen, aber es ist natürlich ein Kompromiss und was Tom eben gesagt hat, ist einfach so, diese Plugins können auch nicht zaubern, wenn gerade bei einer Mono-Aufnahme zu viel Raumreflexionen drin sind, dann, ja, dann war es das. Da muss man gucken, ob man irgendwie durch Getrickse oder durch Überlagerung mit irgendwas anderem oder durch ein EQ da was machen kann, aber man hat nicht so richtig gute Karten. Ne? Okay. Früher haben wir mal sowas wie ein DSer eingesetzt. Jochen, lerne ich das bei euch? DSer einsetzen bei der Aufnahme. Natürlich. Oder lieber Finger weg davon. Ach nö, kann keine Lösung sein. Ist das denn für jemanden, der jetzt nochmal seine ersten Aufnahmen macht, schon gleich ein Thema, mit dem er sich beschäftigen muss? Oder ist das ein Level advanceder als das, was wir jetzt hier besprechen? Also definitiv nicht bei der Aufnahme. Maximal bei der Mischung, würde ich sagen. Beim Aufnehmen würde ich so wenig wie möglich reinhängen. Maximal vielleicht ein Low-Cut. Und gegebenenfalls ein bisschen Kompression, obwohl das in der Regel wahrscheinlich auch nicht sein muss, wenn man mit digitalen Aufnahmegeräten arbeitet. Gut, bei mir rauscht es jetzt gerade ein bisschen. Gut ist auch, wenn der Sänger im Prinzip alles mitbekommt, was er tut. Was nützt es, wenn er nochmal versucht, gegen eine Einschränkung anzusingen, wenn er versucht, sein S noch lauter zu singen, weil es nicht mehr so hört, wie es gewohnt ist. Ah, okay. Ist das so beim Kompressor auch ein Problem? Definitiv. Viele Sänger wollen das nicht, dass sie gegen eine Kompression singen. Umso besser, wie sie ausgebildet sind, umso mehr, wie sie ihre Stimme auch kontrollieren können, die empfinden das schon als Hindernis. Das heißt also, ich versuche so zu pegeln, dass ich alle Spitzen irgendwie noch erwische, nehme 24-Bit am besten. Ne? Immer. Nehme immer. Gar keine Frage, immer 24-Bit aufnehmen. Wie? Ja, okay, keine Alternative. Doch, ja, 16. Also 8, bei Stimme auf jeden Fall, weil da hat man einfach, das kommt der Sache sehr, sehr zugute, weil man hat die höhere Dynamik. Ich habe jetzt keinen Ton mehr. Oh, Jochen hat keinen Ton mehr. Da wissen wir, jetzt kann ich ja mal gerade gucken, ob ich dem kurz helfen kann, ob wir wenigstens noch an ihn Ton schicken. Aber das kriege ich jetzt auf die Schnelle nicht geregelt wahrscheinlich. Jochen, hörst du uns wieder? Müssen wir mal hier ganz kurz gucken, ob wir das hier live mit doppeltem Boden gucken, ob wir ihm wenigstens schicken. Ich kann ja sonst noch mal was zum De-Essing sagen. Das ist extrem wichtig, wenn man dann halt nachher mischt und Stimme komprimiert, weil ich habe festgestellt, je stärker das Komprimieren, desto stärker kommen, wenn Leute ein deutliches S haben, kommen die dann auch nochmal extrem stark raus. Und da muss man schon mit einigem De-Essing-Einsatz ran. Und ich mache das dann meistens vorm Komprimieren. Beziehungsweise ich komprimiere dann auch in mehreren Stufen. Ich weiß nicht, ob das noch ein Thema wäre. Ich meine, viele Channel-Strips haben ja auch diese Option eben, dass man den EQ vor den Kompressor schalten kann oder danach, und das wäre genau das, was du jetzt sagst, ne? Dass man auch darüber nachdenken muss, was will man wann machen. Genau, und ich habe mir das ist halt das Tolle, jetzt nochmal Cha-Ching in die Wärmekasse, das mit Reason so gebaut, ich habe da so einen Channel-Strip, der ist ziemlich komplex, da ist erst halt als erstes ein De-Esser, dann kommt ein Kompressor, dann kommt ein EQ und dann kommen nochmal 2 Kompressoren und dann kommt gegebenenfalls nochmal ein EQ und dann kommt nochmal ein Maximizer.
Das ist aber so ein Ding, das wird so brutal eingesetzt für die Tracks von diesem Elektro-Act Oberer Todpunkt, denn die sind relativ leise gesprochen und das Playback gewittert und ballert da quasi ziemlich heftig durch und um die Stimme dann irgendwie vorne und präsent zu halten, da muss dann schon einiges an Regelwerk passieren. Oder eine andere Möglichkeit ist auch, dass man das dann automatisiert. Ne? Also das kann man ja heute natürlich großartig machen mit den Doors, Pegelautomationen zu machen und die Fader halt fahren. Ist ja eigentlich immer, wenn man da Lust drauf hat und Zeit zu hat, definitiv klanglich die bessere Alternative. Ne? Ja, ja, das also es klingt auf jeden Fall besser. Natürlicher, wenn es in so einem Umfeld ist, dass es halt eine relativ lebendige und atmende Musik ist. Wenn es was ziemlich dichtes, elektronisches ist, dann ja, ist immer die Entscheidung, ob man das will. Man muss sich dann die Mühe nicht machen. Das kann man auch so ein bisschen kontinuierlich an die Decke fahren und dann mit den Release-Seiten von den Kompressoren zusehen, dass halt die leisen Stellen entsprechend hochgeholt werden. Wir haben jetzt leider den Jochen hier verloren. Der ist nicht mehr online. So, mal gucken, ob der noch dazukommt. Kommt er nochmal wieder? Vielleicht kommt er gleich nochmal, das wäre super. Das heißt also, ich würde, wenn dann bei der Aufnahme maximal einen Kompressor oder Limiter einsetzen, ja wirklich nur noch dann wirklich die absoluten Megaspitzen, weil du kennst das ja, Andrew. Ne? Am Anfang, wir machen mal Soundcheck, hier, okay, dann geht's los, Aufnahme, auf einmal brüllt der da rein, hat er vorher beim Soundcheck nie gemacht, aber bei der richtigen Aufnahme hat er nochmal einen extra draufgegeben. Und dann hast du im Zweifel keine Aufnahme, weil da wäre dann vielleicht dann doch der Limiter gar nicht so schlecht gewesen, oder? Ja, ja, vor allem ein Limiter im analogen Bereich. Das Balance zu empfehlen zum Beispiel, das hat ja diese großartige Clipsafe-Funktion. Nein, 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 Tom, du bist jetzt still. Andrew... Ja, da muss man natürlich gucken, dass der Limiter im analogen Bereich passiert, ne? Also, dass man das, den Output von dem Mikrofon-Vorverstärker direkt in den Limiter reinschickt und dann erst in den AD-Wandler. Denn in dem Moment, wo es im digitalen Bereich klippt, also im AD-Wandler, dann ist vorbei, dann kann man nichts mehr machen. Was natürlich wirklich eine Möglichkeit ist, quasi so eine... Immer schon, die meisten Interface haben ja auf jeden Fall zwei Inputs, ist, dass man zwei Signale digitalisiert. Und zwar eines mit einem niedrigeren Pegel als das andere. Das ist gar nicht so schlecht eigentlich. Wobei nicht so viele Interfaces jetzt auch so Send and Return drin haben. Brauche ich doch einen Splitter wieder, der den Sound verändert. Nee, ja, also manche Interfaces haben ja dann so ein Send und Return und dann kannst du beispielsweise das Mikrofon einstöpseln in den ersten Mikrofoneingang und dann stellst du das auf niedrigen Gain, nimmst dann den Send von diesem Eingang, stöpselst ihn in den zweiten Eingang rein, also da den Input als Line-Input und hast dann nochmal ein bisschen mehr Pegel, den du da reinnehmen kannst. Das wäre so eine Möglichkeit, dass du da quasi 6 dB mehr Pegel hast. Aber genauso gut kannst du mit 24-Bit arbeiten, kannst genug Headroom lassen und dann kriegst du auch alles hin. Der noddet gerade der Cop. Ja, Karl, das sagte ich ja. Ja, Karl Cox. Da kann ich nur zustimmen. Also das mit dem 24-Bit hat für die Stimme extrem Entspannung gebracht, denn wie Andrew schon sagte, man kann ruhig mit wenig Pegel aufnehmen. Da ist dann genügend drin auf jeden Fall, dass man nachher alles Mögliche damit machen kann. Also kriegst auch diesen Schreier dann noch in den Griff. Man muss da wirklich tatsächlich dann ausreichend Headroom lassen, ne? Ja, wobei es natürlich schon so ist, der Soundcheck sollte der Moment sein, wo die Musiker wirklich so laut sind, wie sie nachher auch werden. Ja. Das ist ganz wichtig. Schön, wenn das sollte, aber, ja. Aber das ist besonders bei Pop- und Rockmusikern nicht der Fall. Selten. Also früher, als ich noch live unterwegs war als Mischer, da war das halt auch immer spannend. Die Drummer haben dann auch immer wesentlich derber reingehauen als beim Soundcheck und die Gitarre war dann auch immer noch ein bisschen lauter und so. Und das ist schwierig, wenn es nicht wirklich gestandene Profis sind. Beim Soundcheck gehst du dann bei den Spitzen nicht zu minus 6 dB Fullscale, sondern gehst zu minus 12 oder so und dann hast du nochmal Platz für eine
Verdoppelung. Genau. Des Pegels. Mhm. Genau. Na gut, also das mit diesem Pegelgeschichte, das ist ja für so alte Hasen wie mich echt immer schwierig, ne? Weil wir wohnen, also ich werde einfach nervös, wenn ich so einen kleinen Pegel nur sehe. Und ich kenne aber von vielen anderen Home-Recordern und Produzenten, dass die die Angst vorm niedrigen Pegel haben. Ne? Oh, das muss heiß aufgenommen werden. Das ist ja noch so eine alte Analog-Geschichte, ne? Mhm, stimmt. Na gut, es gibt auch manche Interfaces, die ganz gut klingen, wenn man sie strapaziert, pegelmäßig. Ja? Das ist auch nochmal so eine Frage. Manche Interfaces verkraften das nicht gut. Andere Interfaces können das ab, dass man ein bisschen heißer reingeht. Muss man ausprobieren. Jochen, bist du wieder am Start? Ja, plötzlich war der Ton weg von euch und dann wird es schwierig. Also ich möglicherweise auch hier im System, ich weiß es nicht, oder vom Internet, keine Ahnung. Plötzlich. Komisch, du warst dann nachher auch ganz aus dem Internet verschwunden. Ich habe dann mal frisch gestartet, wie auch immer. Whatever. Ihr habt es gerade von Pegeln gehabt in irgendeiner Form, ne? Ja, genau. Also ich arbeite sehr viel mit dem Solution D von Neumann, diese Mikrofone. Und da spielt Pegel ja insofern gar keine Rolle mehr, dass man auch 20 dB Unterpegel das aufnehmen kann, ohne mit Rauschen die geringsten Probleme jemals zu bekommen bei den Aufnahmen. Wie heißt das Mikrofon? Dann kann ich das mal hier googeln. Das ist das digitale Mikrofon von Neumann. Genau, ich habe die D01, das ist eine relativ teure Variante, die ich mehr für Instrumente einsetze, und dieses 103D Solution D von Neumann, das ist für Stimme, finde ich, fantastisch und ideal. Und da ist die Vorstufe, so eine DMI2-Vorstufe, die man damit dranhängt, und damit geht man dann, es wird direkt nach der Kapsel gewandelt und geht dann digital sofort in seine DAW. Da gibt es auch einen schönen Anschluss, so einen bestimmten Stecker dann fürs Laptop, und da muss man dann fast nichts mitnehmen. Da hat man nur das Mikrofon und einen Stecker für den Digitaleingang vom MacBook Pro, und man hat einen Weltklasse-Vocal-Sound beim Aufnehmen. Ja, wobei es gab irgendwie so einen Test im Tonmeister-Magazin. Also ich höre hier alles doppelt. Wo kommt das her? Weiß das jemand? Einem von euch? Also ich höre kein Delay. Das ist gut. Alles klar, dann weitermachen. Ich habe es hier mal vorgezogen, das Solution D. Ne, offen. Ist es das hier? Ja, ja. Das ist das D01, ja. Also da gab es ein Experiment, wo sie in der, ich glaube, es war in der Tonmeister-Zeitschrift drüber berichtet haben, wo sie parallel diese digitalen Neumanns und die normalen Analogen verwendet haben. Und es war wohl so, dass Klang nicht kaum ein Unterschied da war. Wobei das natürlich schon so ist, wenn man jetzt einen bestimmten Sound von einem Mikrofonvorverstärker mag und einen bestimmten AD-Wandler, dann will man nicht unbedingt jetzt ein digitales Mikrofon nutzen, was das alles drin macht. Aber es ist schon natürlich eine komfortable Sache. Ja, können wir, ich habe mal auf einem Pult gearbeitet von StageTech. Das war irgendwie, glaube ich, das so Nexus-System und das Cantus-Pult. Da gibt es auch gar keine Gain-Steuerung. Da gibt man, stöpselt man einfach die Mikrofone ein, und die werden verstärkt, und dann kommen sie irgendwo an. Und man stellt aber, also das einzige Mikrofon, wo ich was machen musste, war für meine Bändchen. Das war schon eine komische Erfahrung, ne? Weil normalerweise ja das Einstellen von dem Gain doch ein wichtiger Bestandteil von meiner Arbeit ist. Andrew und Jochen, ich verstehe das nicht. Was ist denn ein digitales Mikrofon und wieso muss ich da nicht aussteuern? Das macht für mich doch gar keinen Sinn. Erklärt mir das doch nochmal. Also ich komme jetzt nicht extrem von der technischen Seite, aber letztendlich ist halt diese Wandlung direkt nach der Kapsel und dadurch natürlich ideal das Mikrofon abgestimmt. Und für mich wäre dieser Test, der da jetzt bei dieser, in dieser Zeitschrift gemacht wurde, trotz allem interessant. Wenn da kaum ein Unterschied ist, ziehe ich natürlich ein System vor, was weiß ich, mit 180 dB Rauschspannungsabstand arbeitet und einen sehr guten Kompressor und die Esser schon bei der Aufnahme bietet. Und ich weiß, dass viele Opernhäuser auf diese Systeme umgestellt haben, und das sicher mit gutem Grund. Und ist auch relativ günstig. Ich habe insgesamt für meine DMI 2 und das Mikrofon, damals war es ein Package, 1500 Euro bezahlt. Wir haben ja Avalon Focusrite Vorstufen im Haus. Also ich ziehe das Setup insgesamt vor, weil es vollkommen stressfrei arbeitet. Auch Gitarrenaufnahmen aus ganz großem Abstand. Boah, aber das ist auch nicht ganz billig, habe ich gerade geguckt. Das, wie gesagt, ich habe 1500 bezahlt für Vorstufe und Mikrofon. Ich meine, wenn man auf dem Niveau was machen will, geht es wahrscheinlich nicht günstiger. Okay. Und du würdest auch sagen, das ist vorbei, die Zeiten, wo man heiß gepegelt hat, weil man eine Bandmaschine hatte, sondern heutzutage ist genau das Gegenteil angesagt, ne? Ich lasse ganz viel Headroom, weil es rauscht ja nicht.
Ja, also jeder, wie er will und kann. Also das ist auch ein Sound und das macht für manche Sachen sicher auch Sinn. Aber für mich muss es nicht sein. Ich kann später auch noch sättigen oder, also Sicherheitsabstand und keine Overs zu haben, ist auf jeden Fall ein Vorteil. Also würdest du sagen, Tendenz geht dahin, fix it in the mix? Nö, ihr macht keine Fehler bei der Aufnahme und ob das Übersteuern je nach Sänger wirklich so kontrollierbar ist, ob der auch dann genau weiß, was er jetzt beim nächsten Satz da machen muss und welche Lautstärke er jetzt da bei mir ankommend da fabriziert, ich weiß es nicht. Also es hat natürlich auch schon hervorragend zu funktionieren, es gibt tolle Aufnahmen, die so gemacht wurden, aber ich finde es ein bisschen einfacher und auch wenn man im Urlaub oder irgendwo anders hinfährt, was mitnehmen will, wenn einfach keine extra Vorstufe braucht, muss ich Kabel rein und Weltklasse-Sound. Mhm. Naja, aber dieser Wandler, der ist doch, der hat doch auch irgendwie noch ein Netzteil oder so. Oder ist das wirklich nur das Mikrofon? Das muss ja, wo kriegt es seine Speisung her? Da gibt es so ein kleines Zwischenteil. Also insgesamt passt das alles in eine Zigarettenschachtel mehr oder weniger, was man da mitnimmt. Okay. Geht schon. Also nicht wie die alten Neumann Netzteile für die Röhrenmikrofone, ne, wo man LKW noch dabei haben muss. Nichts für den Urlaub. Thomas, du hast ja nicht so, wahrscheinlich nicht so ein super teures Mikrofon, sondern dein SM-Zeugs da am Start. Was machst du denn danach? Komprimieren? Nee, ich bin auch nicht mit SM unterwegs, also nur live. In Sachen SM. Habe ein MXL-Kondensatormikrofon, mit dem ich dann halt hier aufnehme, Sprache und Gesang. Oder halt auch ganz nett dieses Röde M3. Da bin ich ganz, erstaunt, wie gut das doch klingt, wenn der Preamp gut ist. Mhm. So, und dann, wie gesagt, alles. Ist echt alles Budget-Zeug, weil das mittlerweile so gut klingt. Da kriegt man eigentlich alles mit hin. Und aber was meintest du jetzt noch, was danach noch alles passiert? Ja, was ist das? Ich habe jetzt die Stimme aufgenommen und dann gehst du hin und dann komprimierst du und bababab und dann ist fertig. Was haben wir heute vergessen, was man noch jetzt noch beachten muss? Naja, wir hatten gerade ja schon mal drüber gesprochen, dass man dann halt noch so sehr viele Möglichkeiten hat und heutzutage halt auch noch wesentlich bessere Möglichkeiten, viele Dinge hintereinander zu schalten. Der Sound ist ja mittlerweile so, dass es relativ dicht ist für Pop-Produktionen und da muss man die Stimmen schon ziemlich aufpusten und immer wieder an irgendwelchen Stellen hochholen und an anderen Stellen wieder runterdrücken. Und das ist ja alles frequenzabhängig. Je nachdem von der Tonhöhe gibt es da ja halt Störfrequenzen, die auch teilweise vom Raum kommen können. Da finde ich ja diesen, das passt ja gerade, zum Beispiel diesen Hofer EQ ziemlich cool, der halt automatisch Kombination. Da fragen wir doch den Jochen, würde ich sagen. Der da halt auch mitgeht, okay. wenn die Sachen wandern, die Peaks und so. Das Ding habe ich noch nicht ausprobiert. Dynamischer aber, EQ oder Kompressor, Jochen. Ja, weil ich versuche das dann halt immer hinzukriegen mit mehreren EQs und mehreren Kompressoren hintereinander, mit unterschiedlichen Release-Zeiten. Und das fand ich total spannend. Das könnte einiges vereinfachen. Kann ich die Frage nochmal präzise hören? Ich habe sie gerade nicht ganz mitbekommen. Da waren mehrere Sachen übereinander. Ja, ihr habt doch so einen dynamischen EQ. Genau. Der halt im Prinzip mitfährt und die Peaks mitlernt und die dann entsprechend da rausholt, wo gerade diese Störfrequenz ist, die ja abhängig auch von der Tonhöhe und vom Musikmaterial ist. Und das finde ich eine ganz, ganz coole Geschichte. Ich habe aber selbst noch nicht ausprobiert. Ja, also kannst du den Demo wirklich gerne mal runterladen. Das ist relativ einfach ausprobieren. Es ist aber nicht so, dass der die Peaks mitfährt. Es ist nur, dass du bei den kritischen Frequenzen eine Anhebung eingeben kannst, die sich halt kontrolliert. Das heißt, wenn dann mehr kommt, dann nimmt er dann an der Stelle wieder ein bisschen was raus. Mhm. Und dadurch vermeidet man halt diese Schärfe. Weil wenn halt schon Frequenzen da sind, muss sie ja nicht noch verstärken. Aber es gibt vielleicht halt Stellen in der Strophe, wo man eine Oktave tiefer singt oder so, wo man diese Frequenzen eher braucht. Und wenn die Stimme dann nach oben geht und kräftiger wird, braucht man die Frequenzen halt weniger. Und da funktioniert Equalizer sehr gut. Mhm. Ja, man hat oftmals so Einstellungen, die man dann später wieder, jetzt ist es zu viel, jetzt passt es gut. Und das wird halt automatisiert, das rafft dann den Equalizer. Gibt es das auch mit dem Kompressor? Gibt es auch sowas für Limiting und Compression? Dynamische Kompression.
Ist ja sowieso immer dynamisch. Dynamisch, Kompression ist oft so. Ja. Yes, Kompression ist immer dynamisch, ne? Oder? Ich sag nichts. Ja, das ist lieb, Jochen, dass du da mal nichts sagst. Es gibt dann aber auch sonst noch diese Dinge, das muss man dann dummerweise halt immer für sich selber rausfinden. Also jeder hat so seine Resonanzfrequenz in der Stimme und die ist auch anders in Abhängigkeit davon, wie man denn jetzt gerade singt. Die sollte man finden und dann so ein bisschen absenken und da aufpassen, dass man das in den Griff kriegt. Das ist so der Hauptformant in der Stimme. Der ist bei Männern halt auch woanders als bei Frauenstimmen. Und dann habe ich festgestellt, das taucht immer wieder auf, so in dem Bereich von 2,6, 2,7 Kilohertz. Besonders wenn man lauter hört, ist das was in der Stimme sehr, sehr schnell unangenehm wirken kann. Und wenn man da von vornherein so einen Dip macht oder das versucht mit einem EQ und einem Kompressor einigermaßen in Zaum zu halten, dann kommt das der Gesamtveranstaltung auch zugute. Und Low Cut wurde vorhin schon angesprochen, ist auch immer eine gute Idee. Also kann man auch schwer sagen, wo der ansetzen soll, aber den einfach mal tief ansetzen und dann hochdrehen bis zu der Stelle, wo wirklich die Stimme anfängt, nicht mehr so voll zu klingen. Dann sollte man es erstmal gut sein lassen. Okay. Andrew, hast du noch Nachbearbeitungstipps? Wir sind jetzt schon auf der finalen Runde. Also mir ist eben noch zu dem, was Tom gesagt hat, eingefallen. Ich habe hier so einen kleinen Kompressor hier, diesen RNC. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Really nice Kompressor. Der hat auch so eine super nice Funktion. Da funktioniert er dann so wie mehrere Kompressoren hintereinander geschaltet. Ist auch ganz witzig. Also komprimiert sehr sanft. Das gibt also auch schon eine Weile in Hardware. Das ist gar keine so schlechte Sache, dass man die koppelt. Aber generell, gut, ich habe natürlich in der Regel mit anderer Musik zu tun. Ich setze natürlich auch einen Kompressor ein und Limiter nachher auf der Summe. Aber gelegentlich habe ich Aufnahmen, wo ich dann auch irgendwelche Vocal Tracks habe, wo ich dann noch was arbeite. Aber das ist sehr, sehr, sehr abhängig von der jeweiligen Situation. Und was mir noch vorhin eingefallen ist zu dem Thema De-Essing, das ist natürlich auch näherabhängig. Je näher du rangehst an Mikrofon und je genauer du auf der Achse da rein singst, umso mehr wirst du damit auch nachher arbeiten müssen mit diesen Problemen von der Stimme. Okay. Ja, sonst? Ja, sonst noch ein Tipp? Letzter Tipp von jedem? Dann sind wir durch. Viel singen, viel singen, viel singen. Mehr und Musik machen, genau. Ne, ja, und vor allen Dingen, ja, wie soll man es sagen? Also mit sehr viel Atem singen und ganz viel mit Mikrofon singen und sich quasi ständig aufnehmen und einfach mal ein bisschen spielen mit der ganzen Geschichte. Dass man rausfindet, so zum Beispiel hier durch die Nase oder so und wo die Stimme am besten klingt, weil manchmal, wenn man die Luftsäule noch mitkriegt, kriegt man so ein schönes Vibrieren oder so, ist immer schwer, irgendwie da Begriffe zu finden, in die Stimme mit rein. Oder wie gesagt, ob es eine besondere Nähe sein soll, dann kann man auch mal quasi das Mikrofon ganz nah quasi schon fast an die Zähne nehmen, wenn man den Mund dann extrem weit aufmacht und mit ganz viel Atem ganz leise ist. Und da dann auch noch die Intonation zu halten, ist dann schon eine Herausforderung. Aber das kann man tierisch gut üben, wenn man da halt mal mit dem Mikrofon arbeitet und sich wirklich aufnimmt. Und manchmal tendieren Sänger dazu, das ziemlich zu vernachlässigen. Und das war was hier in Hamburg auch mal an der Stage School zu einem Projekt werden sollte, was dann aber nicht stattgefunden hat, dass die Leute, die da Gesang lernen, auch mal die Chance haben, Mikrofontraining zu machen und da eine Ausbildung zu bekommen. Denn die stehen im Raum und krähen vor sich hin und sind dann relativ aufgeschmissen im Studio, weil sie diese Situation gar nicht kennen und dieses Mikrofon als Instrument gar nicht begreifen, gar nicht wissen, wie der Winkel, wie der Atem, die Lautstärke, die Mundstellung und so dazu führen kann, dass sich der Klang beeinflussen lässt. Wobei, ich habe noch eine Frage, du sagst öfter mal mit viel Atem, du willst ja dich reinpusten in das Mikrofon, ne? Du willst ja nicht irgendwie noch mehr jetzt Popgeräusche produzieren, als ohnehin passieren.
Und meine Erfahrung ist eigentlich, dass wenn du singst zum Projizieren, also ich habe lange Zeit irgendwie auch gesungen, dann benutzt du eigentlich ziemlich wenig Luft. Du brauchst jetzt gar nicht lange einzuatmen, um jetzt wirklich sehr, sehr lange eine Phrase singen zu können. Also deswegen verstehe ich das mit dem vielen Atem nicht so ganz. Ja, das ist, du hast genau das Wesentliche gesagt, das Projizieren. Das heißt so, du baust die Luftsäule auf, brauchst nicht viel Luft dafür, aber du kommst tierisch weit damit, so, mit so einer Stimme. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel so spreche, liebe Leute, dann will ich ganz viel Atem haben. Ich bin so böse auf dich. Oder ich bin so traurig, Mann, irgendwie was. Je nachdem, was man rüberbringen will. Weißt du, da ist dann richtig viel Atem mit dabei, wenn man so leise ist. Verstehst du? Mhm. Ja, ja, ja. Du willst so wirklich auch mehr Luft. Könntest du das nochmal demonstrieren, bitte? Wir haben es noch nicht gar. Das ist halt, das ist dann halt mehr Luft. Und gerade bei so Singer-Songwriter, Folk-Sänger-Geschichten, die relativ leise und sehr, sehr emotional sind, ist es halt so, dass man oftmals, das ist bei den Johnny Cash-Aufnahmen zum Beispiel zu hören, der hat, wenn man sich mal, wie heißt es doch, der Nine Inch Nails-Song, Hurt. I've hurt myself today. Hört man dann das Today und dann quasi noch hinten dran. Das haben sie abgeschnitten. Und das macht aber unheimlich viel aus für diesen Ausdruck. Diese brüchige Stimme da mit dem Atem hinten noch dran. Und das meine ich halt, da kann man mit spielen. Und das ist der Punkt. Projektion ist, wie gesagt, für Pop und für Musical und klassischen Gesang extrem wichtig. Für eine Studioproduktion, für eine Popgeschichte. Letztens hat da sich noch jemand drüber beschwert, zum Beispiel Stefanie von Silbermond. Die macht auch immer ganz viel mit Atem und ist relativ leise. Und kommt dann live unter Umständen, ich habe die mal bei einem Udo Lindenberg-Konzert gehört als Gast, dann relativ schlecht weg im Vergleich zu anderen, die so Gas geben können. Aber im Studio ist das eine ganz großartige Geschichte. Und live auch relativ schwierig rüberzubringen, ehrlich gesagt. Aber das ist ein anderes Thema. War jetzt alles fast ein anderes. Oh, jetzt ist er schon wieder verschwunden. Hat er jetzt aufgelegt, weil er gesagt hat, das ist ein anderes Thema. Klotsch. Ich nehme an, dass da vielleicht eventuell kleinere Skype-Problemchen dahinter stecken heute beim Jochen. Schade. Na gut, ich würde sagen, wir machen aber trotzdem mal Schluss jetzt, ne, bevor wir jetzt noch ins Künstlerische abdriften. Ne? Furchtbar. Das Wesentliche bei der ganzen Veranstaltung. Immer. Bei allem, was wir hier machen. Bei der ganzen Veranstaltung das Wesentliche, das Künstlerische. Ne? Ja, genau. Gut, dann würde ich sagen, machen wir Schluss. Ich bedanke mich, dass er dabei war beim Jochen. Der ist leider gerade jetzt zum Abschied nicht mehr da, was schade ist. Und beim Andrew Levine aus Hamburg. Danke, Andrew. Sehr gerne. Und beim Thomas Flüsterer Wendt. Der Mikrofonflüsterer. Der Mikrofonflüsterer. Und ich kann das auch. Ich kann auch flüstern, mein Mikrofon. Ach, guck mal, du bist ein ganz anderer Typ jetzt. Andrew, du bist jetzt ein ganz anderer Typ. Das hat extreme Auswirkungen. Absolut. Diese Geschichte mit dem Atem. Nicht nur Projektion, auch mal so näher. Genau. Ja, aber das sieht dann, weißt du, wenn ich hier, wie sieht denn das aus, wenn ich das so mein professionell Mikrofon aus. Habe, ne? Das Mikrofon ist hey, guck großes. Mal. Hey, hallo. Das ist ganz ja. Hoch damit. Ich meine hier der Klassiker aus der Pate. Wie lange kennen wir uns jetzt schon? Du hast mich noch nie um einen Gefallen gebeten. Du weißt, warum der Marlon Brando genuschelt hat? Also warum der Schauspieler gelegentlich sowieso mal machen? Damit sie die Gelegenheit kriegen, nochmal ein Voice-Over zu machen für diese Partien. Sagen böse Stimmen. Ah, verstehe. Alles klar. Gut. Ich sage nochmal Tschüss, ne? Und sag Make More Music mit Musitalk bis zur nächsten Woche hier auf diesem Sender. Und zwar donnerstags und montags. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.